kleiner Curl hat noch nie jemanden geschadet, das sage ich mal. Willkommen zurück zu einem neuen Tag. Ich bin jetzt erst nach Hause gekommen. Es ist 18.30 Uhr. Heute haben wir es Freitag. Der, keine Ahnung, ihr seht das hier irgendwo. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich war mit meiner Schwester noch einkaufen, weil ich ein paar Sachen gebraucht habe für meinen Balkon. Ich habe ihn euch ja schon gezeigt gehabt und auch noch nicht. Ich fange jetzt einfach einen Vlog an, würde ich mal sagen. Indem ich euch so ein bisschen was vom Balkon zeige. Ich will ein Video machen, eigentlich wie mein Balkon vorher, nachher. Und da werden Ausschnitte drin sein, die ihr jetzt schon seht. Und welche, die ihr noch nicht gesehen habt. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Puh, mir ist heute. Heute ist echt ein heißer Tag. Ich bin auch heiß. Period. Spaß. Ja, auf jeden Fall, zeige ich euch ganz kurz, was ich eingekauft habe. Und den Rest, wie ich das dann mache, dies, das, das werdet ihr dann in meinem Ich gestalte meinen Balkon-Video dann sehen. Die Sachen für... Die Sitzgarnitur ist auch schon da. Das ist die hier vorne. Und da ist der Rest. Und dann war ich natürlich, ich war mit meiner Schwester bei Action. Und wir waren bei Obi und bei Action. Bei Obi habe ich die Pflanzen geholt und bei Action habe ich jetzt hier einen Badvorleger. Einmal so ein, ist das Dunkelgrau? Ich gehe mal aus dem Licht raus. Genau, ich glaube, das ist hier das Dunkelgrau. Habe ich mir geholt. Ich habe mir, zwei Körbe geholt, weil ich mir Regale fürs Bad bestellt habe. Die werde ich euch auch dann zeigen, wohin die hinkommen und ja, wohin sie hinkommen werden. Zwei von denen habe ich mir geholt. Zwei so eine etwas günstigere noch dazu. Na, ich zeige sie euch. Oh, mein ganzes Zeug ist voll. So, ich zeige euch mal, was ich noch geholt habe. Ich stelle mich mal ab. So, was ich noch geholt habe, ist hier so ein Wachs für Kerzen. Nein, nicht für Kerzen, sondern für dieses, für das hier, wo man ein Teelicht drunter stellt. So Wachs. Und das riecht so gut. Ich werde es ins Bad stellen. Das riecht so gut. Das nennt, also es ist von Action und es nennt sich Boutique. OMG, das riecht so gut. Meine Schwester hat sich das auch geholt und noch so ein Teil hier, damit man Kerzenwachsbretter. Dann habe ich mir so eine Nudeln geholt. Die sind immer für die Tage, wo ich was essen möchte, aber nichts großartig jetzt machen will dafür. Und dann so eine Multiboxen. Ah, okay. Die sollen auch bei mir da aufs Regal dann kommen. Zwei Stück habe ich mir davon geholt. Fürs Regal im Bad, ne? Und was habe ich noch geholt? Ich habe wieder mal einiges geholt, aber ich habe nur 25 Euro oder so ausgegeben. Ich sag, guck mal, hier meine Action-Rechnung. Ich habe ausgegeben... Oh Gott, ich dachte gerade 42. Was für 42? Nein, ich habe genau 23,84 € ausgegeben. Für jeden, der mir nicht glaubt. Sieht man das? Ja, das habe ich geholt und ausgegeben. Und was habe ich noch geholt? Dann waren wir noch bei Netto. Da gab es Orchideen. Ich habe schon länger keine gehabt. Ich habe zwar eine, die blüht, aber nicht im Bad. Die, die ich hatte, sind mir leider irgendwie alle abgestorben. Obwohl ich eigentlich die Königin in Orchideenleben bei mir sind. Da habe ich mir bei Netto, gab es im Angebot für 4 Euro, habe ich mir gleich zwei Stück geholt. Gleich zwei Orchideen, wie schön. Die weiße und die pinke. Da werde ich noch einen Topf suchen. Also einen Topf habe ich schon mal. Den anderen Topf, den organisieren wir dann noch. Und hier im Flur, also nicht beachten, das ist Müll. Also ist normaler Müll und das ist Müll vom Balkon und so, was ich da da hatte. Und der Müll von den ganzen Verpackungen, Müll von meinem Tisch, Balkontisch. Und jedenfalls habe ich Pflanzen geholt, das habe ich euch gerade gesagt. Diese Pflanzen werde ich jetzt gleich in meinen Balkon tun, einpflanzen. Wird es dann in dem, ich verändere mein Balkon-Video geben. Diese Matte habe ich auch noch geholt. Wie gesagt, ich habe sie einmal in dunkelgrau und hellgrau geholt, weil die einfach 5 Euro kosten bei Action. Das habe ich noch geholt. Autsch. Dann so Kleinigkeiten. Ja, hier Vernell habe ich geholt. Ich habe Granatapfelgetränk, Amazonien, keine Ahnung. Die Dinger hatte ich bei, DM geholt. Einfach für die Zähne. Ganz normal. Dann waren wir bei so einem Indian African Shop, keine Ahnung. Habe ich mir Kochbananen geholt. Nicht Kochbananen. Diese süßlichen Bananen. Ich weiß gar nicht, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ist ja auch egal. Aber das ist das, was ich mir geholt habe. Ich werde jetzt kurz die
Blumen einpflanzen, weil ich möchte nicht, dass sie sterben, die Orchideen einpflanzen, wo sie hin sollen. Ich möchte auch nicht, dass die sterben. Und dann sehen wir uns später vielleicht. So ist es. Willkommen zu einer neuen Woche. Ich fange die Woche zwar mit dem Ende einer anderen Woche an, aber weil ich nicht so viel gevloggt habe die Tage, dachte ich, mache ich das jetzt mal. Und da sind wir. Peace. Hallo Leute und willkommen zurück zu einem... Was? Der Akku hat nur noch 1%. Ich hatte es doch aufgeladen gehabt. Naja, ist ja auch egal. Das heißt, es geht gleich aus, aber ich werde den Akku wechseln, weil ich habe einen anderen, der ist aufgeladen. Willkommen zurück zu einem neuen Tag. Heute ist Mittwoch. Ich weiß, es ist so ein Durcheinander und ich vlogge gerade momentan. Ich muss echt wieder in allem reinkommen. Aber ich bin gerade nach Hause gekommen, habe mir eine neue Leggings gegönnt. Schaut mal. Alles, die ganze Wohnung ist schmutzig, okay? Also ihr seht ja, was da alles rumliegt. Das muss ich wegmachen. Aber das ist die neue Leggings. Gehörnt über Vinted. Ich muss euch mal zeigen. Ich muss euch mal zeigen, wie die aussieht komplett. Und mein Zimmer sieht auch aus wie Scheiße. Also heute ist ein Ich räume auf Tag. So, das ist die. Mit diesem Detail da unten. Und ich habe sie. Also ich habe es schon mal gesehen und die gefiel mir schon. Aber ich war so, naja. Aber Alias Face hat sie. Und deswegen musste ich sie auch haben. Und ich habe sie dann da gefunden. Über Vinted für 11 Euro. Mit Versand habe ich sie bekommen. 11 Euro mit Versand und Qualität ist noch sehr gut. Bombe. Ich bin so glücklich darüber. Bitte entschuldigt all das. Ich räume heute wirklich auf. Heute wird nichts gemacht, außer aufräumen. Ja. Ich zeige euch das nochmal hier, damit ihr auch alles seht, wie schmutzig mein Zimmer ist. Okay, hier kann man es nicht mal sehen wegen dem anderen Spiegel hier. Aber die ist nice. Ich werde mich jetzt gleich umziehen und ich nehme euch mit, weil ich werde jetzt Regale anbringen, weil mein Bruder sehr unzuverlässig ist und er mir jetzt heute wieder kam mit, hä? Er hat heute viel zu tun. Ich so, warte mal, Junge, wir hatten es besprochen. Keine Sorge, kein Problem. Selbst ist die Frau. Selbst bin ich. Ja, auf jeden Fall, ich mache das, ich fange gleich an und dann muss ich das dann noch aufbauen. Das ist mein Zeug hier für den Balkon und ich werde es aufbauen. Aber die Kissen lege ich nicht mit raus. Ist klar, wenn es regnet, weil es sieht so aus, als ob es bald regnet. Und dann bringe ich die Regale an. Die Regale anbringen tue ich als erstes und ich nehme euch mit, wie wir die Regale aufbauen. Und dann fange ich an, hier aufzuräumen und dann gehe ich später zum Sport. Also eigentlich habe ich jetzt schon keinen Bock zu gehen. Aber ich werde gehen, weil es wird Zeit, dass Victoria wieder geht. Also ich war am Sonntag, heute ist Mittwoch. Also ja, das machen wir jetzt gemeinsam. Ja, also bis gleich. Peace. So Leute, wir fangen jetzt an. Als allererstes messe ich das hier aus. Und ich muss danach noch gucken, wo das hin muss, das Regal. Ungefähr. Erstmal messen wir aus. Das ist eigentlich eine einfache Sache, hoffentlich. Wenn ich es verkacken sollte, dann habe ich Pech gehabt, war 58,5 würde ich sagen. Ungefähr 58,5. Ja. 55,5. Ich brauche echt mein Handy. Ich brauche meine Handy zum Rechnen. 96,5 durch.
willkommen zurück zu einer neuen Woche. Ich vlogge wieder. Willkommen back. Es ist 7.18 Uhr. Ich muss gleich los. Genau, ich muss gleich los. Ich mache mir jetzt noch schnell meinen Kaffee. Ich vlogge wieder. Oder mache ich jetzt einen Kaffee oder einen Cappuccino? Weil ich habe nicht mal mehr so viel Kaffeeweißer. Ich glaube, ich mache mir einen Cappuccino. Dann muss ich mal kurz hier drüber. Ja, ich vlogge wieder, weil ich hatte auch vor, wieder zu vloggen und ich habe mich gerade erinnert, ich habe mich auch schon längst fertig gemacht und so, und mir ist gerade wieder eingefallen, dass ich wieder vloggen wollte und da bin ich. Wir haben heute Montag, ich gehe ins Büro, weil die eine bei mir im Büro Homeoffice hat, weil die haben so ein Seminar, also die eine und der andere. Und genau, die machen bei diesem Seminar mit und ich muss dann halt da sein. Deswegen habe ich jetzt meinen Tag mit Donnerstag getauscht. Aber mein Donnerstag ist so gesehen aber trotzdem dann der Mittwoch, weil ich heute trotzdem 7 Stunden habe, anstatt wie der Donnerstag 6. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt verstanden habt, aber so ist das. Die Tasse hier. Ja, egal, jetzt ist sie zu, jetzt kann ich es vergessen. Jetzt kann ich es vergessen. Ja, auf jeden Fall, ja, deswegen bin ich heute schon im Büro. Dafür Donnerstag nicht. Also heute bis Mittwoch, dafür Donnerstag. Wie nehme ich das jetzt mit? Ja, das nehme ich mit auch. Ein paar Sachen möchte ich einpacken. Genau, ich bin wieder zurück. Also jetzt habt ihr wieder meinen boring Alltag. Könnt ihr euch angucken. Oh, ich hätte jetzt fast vergessen, die Kamera auszumachen. Ich nehme euch aber mit, dann quatschen wir im Auto. Also bis gleich. Hi Leute, und ja, ich bin jetzt im Auto, ich war jetzt zur Arbeit, es ist 7.26 Uhr, ich bin so gegen 8 da, gar kein Bock, aber ist nicht so schlimm, ich bin gegen 8 dort, ich mach das mal so, also, ich habe ja jetzt 2 Videos rausgebracht, nachdem ich wieder zurück war. Und es war nach 2-3 Wochen erst. Und ich bin gerade momentan in so einem komischen, ich werde nicht sagen Zwiespalt, weil es ist kein Zwiespalt, aber es ist so, ich fühle mich einfach komisch, keine Ahnung. Und gleichzeitig habe ich ja meine Bewerbung, also was heißt Bewerbung? Mein Bewerbungsgespräch nächste Woche Dienstag. Ich nehme für die gesamte Woche auf jeden Fall Urlaub. Mache ich heute. Werde ich direkt jetzt anmelden, sobald ich auf Arbeit bin. Ich nehme Urlaub für die gesamte Woche. Ich habe ja noch 4 Wochen Urlaub. Genau. Und ich werde es für diese Woche nehmen. Und dann, ich schwöre, ich habe so eine komischen, ich weiß nicht. Ich bin natürlich wahrscheinlich nicht die Einzige auf dieser Welt. Natürlich nicht, auch wenn man das immer fühlt, wenn man irgendwas hat, was man selbst so seltsam findet. Aber ich habe zum Beispiel so, ich muss ja lernen für dieses Bewerbungsgespräch, so ein paar Sachen, ein paar Daten muss ich können in Bezug auf Vergabe. Und ich hatte jetzt 3 Wochen und ich habe jetzt vor gestern und vorgestern angefangen zu lernen. Erstmal bin ich der Typ, ich schiebe gerne Sachen vor mich hin, was ganz und gar nicht gut ist. Das ist mir auch bewusst, aber gleichzeitig, wenn es dann Zeit wird, was zu tun, ihr wisst nicht, wie ich gegen mich selbst kämpfen muss, dass ich aber meistens dann nachgebe. Man geht ja, wie bekanntlich, wie man weiß, wir Menschen neigen dazu, den Weg zu wählen, der wenig resistant hat, also Widerstand, genau. Den Weg zu wählen mit wenig Widerstand oder am wenigsten Widerstand hat. Und das wähle ich ja meistens, was nicht gut ist. Und ich krieg so, wenn ich daran denke zu lernen, ist für mich so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Wenn ihr wisst, was Anxiety, so Angstzustände, sowas in der Art, aber ich werde nicht sagen Angstzustände, ich krieg da nicht so, so panische Angst oder so, so doll eigentlich gar nicht. Aber ja, sind Angstzustände, würde ich sagen. Anxiety ist halt, wie ich es im Deutschen übersetzen kann, ich kenne das deutsche Wort davon nicht. Genau, auf jeden Fall, ja. Dann kriegt man diese Dings und dann lernt man nicht. Und jedes Mal, und deswegen, ich bin der Typ, ich hasse Lernen über alles. Und ich hasse es nicht, weil es Lernen ist und weil jeder von uns Lernen hasst oder so. Wer liebt es denn zu lernen, sagen wir mal in dem Sinne. Nein, bei mir ist es halt auf jeden Fall viel mehr. Ich bin froh, dass ich überhaupt durchs Leben irgendwie gekommen bin. Ich habe gelernt, ich musste ja lernen. Ich bin ja auch nicht dumm. Ich glaube, wenn ich dieses Problem mit dieser Anxiety bezüglich Lernen und allem
Hätte ich das nicht, boah, ich wäre krass, ich wäre Doktor. Ich wäre Doktor. Aber es ist sowas Innerliches. Ich weiß nicht, wie ich weiß gar nicht, wie ich es euch beschreiben soll. Wenn dieser Gedanke des Lernens kommt, dann fange ich an, so Herz, nicht Herzrasen, aber mein Herz fängt an, so als wäre irgendwas passiert, als wäre irgendwas gerade schlecht, als wäre ein Unglück passiert. So fühlt es sich dann an. Und dann natürlich gebe ich dem natürlich nicht nach, um mich nicht so zu fühlen. Voll komisch, ich weiß nicht. Ganz ehrlich, Leute, ihr könnt mir mal gerne unten schreiben. Ich weiß nicht, ob ich gerade nur... Ich weiß nicht, ich werde jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, ob ich nur Blödsinn quatsche, weil es ist, was es ist. Ich beschreibe, versuche es euch irgendwie in meinen Worten zu beschreiben. Aber, ja. Es ist ein kompliziertes Thema. Ich gebe mir aber Mühe, dass ich auf jeden Fall mir ein paar Sachen angucke. Ich werde heute mir Sachen angucken. Ich habe gestern Abend, wo ich meine jetzt auch, es ist vielleicht manchmal dieses Durchbrechen, weil nachdem ich mich mal kurz bevor ich schlafen gegangen bin, hingesetzt habe und ein paar Karteikarten durchgegangen bin, habe ich mich gar nicht mehr so schlecht gefühlt. Dann war es so, oh, ist ja gar nicht mal so schlecht. So, als hätte ich so eine Befürchtung gehabt und dann, oh, ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich muss immer erst diese Befürchtung überwinden und das ist mein Problem, glaube ich. Naja. Jedenfalls. Das ist es. Ich lerne dafür. Ich lebe vor mich hin. Motivation war bei null die letzten Tage. Habt ihr auch mitbekommen, ich habe keine Vlogs gebracht, seitdem ich aus dem Urlaub bin. Und kurz vor Urlaub habe ich ja keine Vlogs mehr gebracht. Der Urlaubsvlog ist online und I get ready with me. Und dann wollte ich diese Schminksammlung werde ich noch bringen. Und ich werde... Da waren noch zwei andere Themen, die ich bringen werde. Ich muss jetzt gucken, diese Woche, wie ich das machen kann. Weil ich bin ja jetzt 3 Tage arbeiten und Donnerstag bin ich mir nicht sicher, ob ich die Früh- oder Spätschicht habe. Da bin ich mir ganz und gar nicht sicher. Ich weiß es nicht. Aber wir werden neue Videos bringen, die das, jenes. Aber so wisst ihr, ein kleines Update über mich. Ich war jetzt auch nur arbeiten die Tage. Arbeiten, zu Hause sein, ein bisschen lernen. Das war's. Mehr habe ich nicht gemacht. Mehr habe ich nicht gemacht. Ach so, und meine Tollwutimpfungen habe ich bekommen. Die erste war schlimm, die anderen 3 zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Irgendwann hatte sich mein Arm wohl daran gewöhnt, keine Ahnung. Hat sich mal mehr der Arm wehgetan, voll seltsam. Aber diese Woche muss ich noch Tetanus und dann bin ich endlich durch. Einfach wegen diesem blöden Biss von diesem blöden Hund. Muss ich jetzt diese ganze Tortur jede Woche eine Impfung, ey, richtig nein. Ich muss mein Handy rausholen, weil was ist das jetzt hier? Ist hier Stau oder was? Jetzt schon? Na, irgendwo war die Police Academy. Ich darf jetzt nicht Handy rausholen, denn die Police Academy war irgendwo hier in der Nähe. Ich gucke auch nur jetzt wegen dem Weg, weil mein Handy soll mir dann einen anderen Weg zeigen. Weil sie kann sein, dass der Stau jetzt hier schon beginnt, Alter. Leute, ich muss zu der Arbeit. Desto später ich da bin, desto später darf ich gehen. Ja, irgendwo ist hier Stau. 23 Minuten zeigt er an. Warum will ich mir dann nicht was abblinken? Ich glaube, als Alternative. 19 Minuten. Ich frage mich immer wieder, wie dieser Stau entsteht. Und ich weiß eigentlich schon, irgendwo muss was passiert sein und dann. Anstatt dass die Leute daran vorbeifahren, die bleiben schon halb stehen, um zu glotzen. Ich sag euch, das erlebe ich so oft. Der Stau. Oh, ich mach mal ein bisschen Sitzheizung an meinen Rücken. Ja, Leute, auf jeden Fall, ja, das ist es. Ich weiß gar nicht. Es gibt nicht viel zu erzählen, wirklich. Also, es war ruhig. Ich war in Deprimo-Mode, auch wegen dem Wetter, muss ich sagen, dass dieses Wetter, dass ich überhaupt in der Lage bin, so aufzustehen und zu machen, ist einfach nur, weil ich nicht drüber nachdenke. Aber dieses Wetter zieht mich derbe runter. Ich bin so abhängig vom Wetter, meine Gefühle. Es ist so unglaublich. Ich finde es auch so krass, dass man es wirklich ist. So. Man muss als wetterabhängiger Mensch sich dieses Bio-Wetter angucken. Weil ich neige dann auch zu Kopfschmerzen, Depressionen, Winterdepressionen. Kennt ihr die? Ja, kriege ich auch im Winter. Jetzt
geht es kaum noch voran. Oh mein Gott. Das ist not good. Ja, Leute, das ist es. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Außer, dass das ist. Jetzt ist hier ein mieser Stau. Ich dachte schon, das wird sich noch erledigen, aber hier wird sich gar nichts erledigen. Weil dieser Stau will nicht aufhören. Dieser Stau ist großes Stau. Große, große. Jetzt hat er mir Dings gewählt. Okay. Jetzt hat er mich jetzt doch über Saatwinkel gedammt, weil er gesehen hat, dass dieser Stau immer mehr wird und ich muss gleich die Seite wechseln. Hier, du, rotes Auto, zieh rüber. Warte mal, du blinkst doch die ganze Zeit. Okay, hat sich anders überlegt. Gut, hat er Pech gehabt, so ein Idiot. Nee, ist eine Olle. Manche Ollen, tut mir leid, aber die können echt kein Auto fahren. Die sind richtig seltsam. Ich muss gleich die Spur wechseln, egal. Ich fahre mal vor und wechsel da die Spur. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Warte mal, ich fahre mal ein Stück rum. Hier, die Alte soll mich mal durchlassen. Ja, sie lässt mich. Sie ist sehr weit hinten. Die Alte hat mich durchgelässt. Und wie man ja, manche Frauen können wirklich kein Auto fahren. So wie sie gerade war. Sis, warum blinkst du? Ich lasse dir richtig viel Platz. Du siehst eigentlich, du kommst rein. Aber man merkt, du siehst es irgendwie doch nicht. Egal. Ach, mein Cappuccino schmeckt gut. Der sitzt halt so gerade auf meinem Rücken. Es ist doch alles okay. So weit, so schlecht. Ach, ich muss heute Rechnungen schreiben. Definitiv, auf jeden Fall. Ich mache jetzt welche auf der Arbeit. Auf jeden Fall diese eine große, die mache ich jetzt einfach auf der Arbeit. Dann nicht vergessen, dass da Bonusstunde und noch irgendwo hatte ich eine Bonusstunde. Ich muss mal gucken, wann das war. Da kam ich früher oder bin länger geblieben oder bin extra. Ah, das ist ein Tag, da bin ich extra gekommen, ja. Ach ja, Leute. Also 7:50 Uhr, sagt er, bin ich da. In 10 Minuten ungefähr. Guck mal, er, Hauptsache, gibt nochmal Gas. Guck mal, er. Ja, Leute, auf jeden Fall, ja. Ich bin auch wieder, meine Motivation bezüglich YouTube ist wieder da. Den einen Tag da, ich habe mich hingesetzt, ich habe sofort was gemacht. Am Dienstag. Ich hoffe, es läuft wirklich gut. Ich hoffe, ich kann die Sachen. Weil nach dem Gespräch werde ich vielleicht zum Sport gehen, in die Sauna. Ich vermisse voll die Sauna, ich weiß nicht. Und dann schauen wir mal. Ich werde euch zeigen, so alter Schminktisch, neuer Schminktisch. Ich muss das als Reels bringen, ey, das wäre nice. Ich glaube, ich mache das auch. Nicht, ich glaube, ich mache das auch. Ich darf es nur nicht vergessen. Mit meinem Matschkopf, ey. Ich vergesse so viele Sachen, ihr wisst nicht. Ich bin Vergesslichkeit in Person. Naja, Leute, wir hören uns dann nach der Arbeit. Guten Morgen. Wie ihr hören könnt, ich bin leider krank. Ich war die letzten... Gestern war ich den ganzen Tag zu Hause. Vorgestern war ich noch arbeiten und dann zu Hause. Heute muss ich leider auch arbeiten. Das konnte ich leider nicht absagen. Was sehr doof ist, aber it is what it is, aber mir geht schon viel besser. Also der schlimmste Tag war von Mittwoch auf gestern, deswegen, es war boah, in der Nacht, die Nacht war richtig schlimm. Ich habe kaum geschlafen, aber mir geht es jetzt auf jeden Fall besser. Nicht, ich bin nicht gesund, ist klar, aber mir geht es besser. Ich habe mir zweimal so meinen Tee mitgenommen, Ingwertee. Ich trinke schon den ganzen Tag Ingwertee oder letzten Tage schon Ingwertee. Ich habe jetzt einen 6-Stunden-Tag. Hoffe auch, dass nicht viele Leute kommen. Das ist so, nicht Testzentrum, aber in so einer Apotheke mache ich so die Tests. Aber das schließt nämlich auch bald. Deswegen reiße ich mich jetzt gerade zusammen, gehe dahin. Und morgen muss ich dann auch halt zur Arbeit im Testzentrum. Weil das ist das Problem, wenn du selbstständig bist. Also ich bin ja halb selbstständig. Wenn ich nicht arbeiten gehe, keine Money. Wenn ich krank bin und zu Hause bleibe, kein Geld. Das ist richtig scheiße. Also wenn man sich selbstständig machen will, ihr müsst wissen, selbstständig heißt, bist du krank, kriegst du kein Geld fertig. Interessiert keinen so. Deswegen reiße ich mich jetzt zusammen. Und weil es mir jetzt besser geht, gestern den Tag habe ich abgesagt. Ich musste gestern ja eigentlich auch arbeiten. Habe ich aber abgesagt, weil wie gesagt, von Mittwoch auf Donnerstag ging es mir richtig schlecht.
Habe ich direkt abgesagt, war mir egal. Also war mir nicht egal, aber ich habe es abgesagt, weil es ging nicht anders. Like, sis, mir ging es so schlecht. Ja, da sind wir. Boring, boring plus krank sein. Richtig ekelhaft, ich schwöre. Ich war aber auch schon so lange nicht mehr erkältet. Bestimmt 2 Jahre nicht erkältet. Auf einmal, pam. Und es lag daran, weil ich am Samstag ausgegangen bin mit einer Freundin. Und ich war draußen mit hohen Schuhen, kurzes Kleid. Und die Nacht ist kalt. Wenn das mal ein normaler, vernünftiger Sommer wäre, wäre ich nicht krank geworden. Wir standen halt wirklich voll lange draußen. 2 Stunden. Und mir war kalt. Das ist das Ergebnis. Ja, das ist es. This is it. Aber ich komme gut pünktlich zur Arbeit. Mach da meinen Job und verfatz mich wieder nach Hause. Ganz einfach. Oh, ich muss 2 Sachen zur Post bringen. Nein, das mache ich heute. Damit ich auch ein bisschen rauskommen kann. Ich muss zur Post. Einmal das Ding von Zalando. Das eine Kleid. Und das von Just Fab. Genau, die beiden Sachen muss ich wegbringen. Muss ich noch das eine Teil aus Etikett ausdrucken. Ich war ja eh nach Hause erstmal. Das ist der Plan. Ich muss dann noch zur Post. Ich habe was bei Zalando bestellt und was bei Just Fair. Das habe ich, glaube ich, damals schon gezeigt in meinem Mini-Haul. Ich bin mir nicht sicher, oder ich habe es erst gar nicht gezeigt, weil es so kacke aussah. Naja, ich weiß es nicht mehr. Shoot, ich muss gut Schuhe machen, ready. Ja, das ist es, Leute, da sind wir. Da sind wir wieder. Mit einer ekelerregenden Erkältung. Ich darf mich nicht aufregen. Ich muss cool sein. Ja. Ich hoffe bis Montag, dass es mir noch viel besser geht. Weil ich habe Urlaub, genau, habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich habe Urlaub von, also was heißt von, 3 Tage aus dem Büro. Büro fahre ich, also ins Büro fahre ich nicht. Da habe ich Urlaub genommen. Genau. Ins Büro fahre ich nicht, aber ins Dings werde ich fahren, aber nur die letzten 2 Tage. Montag habe ich frei bis Donnerstag. Freitag gehe ich wieder arbeiten und Samstag. Oder? Ich glaube, Freitag muss ich noch nicht mal arbeiten. Nächste Woche habe ich, glaube ich, komplett frei. Deswegen will ich gesund sein, damit ich die Woche nicht nur genießen kann, weil ich gehe in den Keller. Ich kann euch mitnehmen in meinen Keller. Ich muss da aufräumen, weil ich werde eigentlich nicht mehr so wirklich so schnell krank. Naja, Leute, wir sprechen uns dann später, wenn ich meine Sachen mache. Ich nehme euch jetzt nicht zur Post mit, aber wir reden, wenn ich wieder zu Hause bin. Also, peace. Ja, fahr noch weiter raus mit dem Auto. Fahr noch weiter raus, dass ich auch das Auto anfahre. Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zurück zu einem neuen Tag. Heute ist Samstag. Ich bin leider immer noch erkältet. Es gibt nicht viel zu erzählen. Gestern war ich kurz arbeiten, 6 Stunden, und dann war ich zu Hause, habe mich weiter ausgeruht. Heute bin ich auch wieder für ein paar Stunden arbeiten, leider. Da haben wir gestern drüber im Auto geredet, mit selbstständig sein, da muss man arbeiten gehen oder es gibt kein Geld. Ja, ich habe sonst nichts weiter gemacht, also ich bin wirklich nur zu Hause, ich gehe nicht irgendwo hin, großartig, ich war nur noch gestern einkaufen, brauchte noch mal mehr Honig, das habe ich gemacht, mich ausgeruht, seit Donnerstagabend geht das Internet nicht. Richtig behindert. Ich muss jetzt mein eigenes Datenvolumen benutzen. Es gibt Probleme mit dem WLAN. Und jetzt, die hatten gesagt, eigentlich gestern bis 18 Uhr ist es repariert. Dann hieß es bis 22, dann hieß es bis 23 Uhr. Und heute oder gestern machen die dann bis heute, 4. bis 23 Uhr soll es repariert sein. 23 Uhr, ein Glück bin ich in der Zeit gar nicht hier. Ich bin dann arbeiten.
Und dort bin ich mit dem WLAN verbunden und ich werde mir ein paar Sachen runterladen, denn wer weiß, ich bin ja so 21 Uhr wieder zu Hause. Bis 23 Uhr ist ja ein Weilchen und ich hoffe, dass ich dann da connecten kann und so, und hast nicht gesehen. Das Gute ist, dass ab morgen bin ich nicht mehr arbeiten bis nächste Woche Freitag. Das heißt, ich jetzt noch mehr und noch besser ausruhen. Ich hoffe einfach, bis nächste Woche geht es mir noch besser, weil ich ein paar Sachen erledigen möchte. Ich habe ja schon gesagt, ich will ja den Keller aufräumen. Ich will meinen Schrank aufräumen. Ich will die Bude so richtig aufräumen. Ich werde auch anfangen, Sachen wegzulegen vom Sommer und die Wintersachen auszuholen, weil es ist ganz schön kalt geworden teilweise. Klar, die letzten Tage waren 2-3 Tage, die waren gut, aber ich glaube, das war's. Der Herbst ist sowas von da. Vergiss mal diesen Sommer. Es gibt keinen Sommer mehr. Es gibt einfach keinen Sommer mehr. Das werde ich noch machen. Und war noch irgendwas? Nee, die zwei Sachen. Und dann habe ich ja noch mein Bewerbungsgespräch, wofür ich 2-3 Mal gelernt habe. Und da will ich mich morgen und Montag reinhängen, weil das Bewerbungsgespräch ist am Dienstag. Ist auch nicht so viel. Ich habe ja die Karteikarten fertig gemacht. Es ist wirklich nicht viel. Es gibt Schlimmeres. Für meine Ausbildung musste ich schlimmer lernen. Also mehr lernen. Aus verschiedenen Fächern. Hier habe ich nur ein Fach, so Vergabe, und da muss ich ein paar Sachen können. Deswegen gebe ich mir da jetzt morgen und Montag durchgängig zu lernen. Deswegen will ich, dass es mir heute auch auf jeden Fall besser geht, sodass ich morgen mich reinhängen kann, weil ich morgen halt einfach nicht frei habe. Montag genauso. Das ist der Stand der Dinge. Ich hoffe, ich kann diesen Vlog morgen trotzdem hochladen, weil ich habe ja so ein Abo, das nennt sich Silent bla bla bla, das schneidet die Stellen raus, so dass ich das nicht immer alles machen muss. Früher, ich habe so lange gebraucht für Schnitte, weil ich die Pausen selbst rausschneiden musste. Das muss ich jetzt nicht mehr. Ich benutze dieses Abo-Ding da, was ich habe. Und ich hoffe, ich kann noch, ich möchte eigentlich auf jeden Fall für Instagram noch mein, ich habe ein Reels gedreht und das möchte ich eigentlich schneiden, damit das endlich online kommt, weil ich möchte jetzt noch nichts posten, weil ich poste in so einer Reihe Bild, Video. So, das ist so mein, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, oder ich werde es einfach lassen und erstmal nur so posten kann, damit ich nicht zu lange ohne Bild oder ohne Post gehe. Mal gucken, wir überlegen uns das noch. Jedenfalls, ich trinke jetzt gleich einen Tee. Ich werde YouTube gucken. Ich werde mein Datenvolumen verbrauchen. It is what it is. Und das war's. Ja, mich weiter ausruhen. Ganz viel Tee trinken. Ich glaube, ich trinke am Tag 6-7 Liter Tee. Ey, wirklich. Oh, ich bin fertig. Naja, wir machen das und dann hören wir uns später nach der Arbeit. Sage ich Hallo, wie es mir geht, dies, das, jenes, Ananas. Also bis dann. Einen wunderschönen guten Morgen. Juhu, willkommen zurück. Wir haben es heute Montag, mein erster Urlaubstag. Heute ist der 6., weil morgen habe ich mein Vorstellungsgespräch. Ui, mir geht es auch schon viel, viel besser, zum Glück. Warte mal, wenn das da ist und das hier ist, dann war das doch noch Dings. Oder habe ich das nicht aufgeteilt? Naja, ist ja auch egal. Mir geht es auf jeden Fall viel besser, Leute, wie ihr hören könnt und so. Ab Mittwoch will ich auch wieder zum Sport. Morgen habe ich ja noch, morgen habe ich das Vorstellungsgespräch. Ist ein Videocall, Vorstellungsgespräch, also von zu Hause aus. Aber ich bin gerade so glücklich, weil die Sonne draußen ist. Es geht mir besser und ich bin jetzt gerade einfach nur glücklich und dankbar for the life. Versteht ihr? Die Sonne ist draußen. Das ist hoffentlich gutes Wetter. Ich weiß es nicht. Ich werde mir aber jetzt noch ein bisschen Nasenspray gönnen. Ich hoffe, ich werde nicht süchtig davon. Eine Freundin von meiner Schwester ist davon süchtig geworden. Das habe ich gestern gesucht. Was wollte ich denn damit messen? Ah, den Tisch. Leute, wir gönnen uns ein bisschen Nasenspray, weil das, hört ihr das? Das ist nicht gut. Ja, auf jeden Fall. Mir geht es viel besser. Die letzten Tage habe ich nicht gevloggt. Ich war nur zu Hause. Ich war nur zu Hause und ich war 1-2 Mal arbeiten. Da hatte ich euch mitgenommen. Ansonsten war ich nur zu Hause und offiziell geht mein Urlaub erst morgen los. Montag habe ich eh immer frei. Außer ich gehe woanders arbeiten so. Mein Nebenjob. Oh, shoot. Genau. Oh, ich freue mich. Ich muss zwar heute wieder lernen. Das drückt wieder auf die Stimmung. Aber wisst ihr was? Ich werde lernen. Ich werde mein Bestes geben und dann fertig. Wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Aber ich glaube daran. Ich möchte diese Stelle unbedingt. Und ich glaube daran, dass ich sie bekomme. Man muss daran glauben. So, ich muss hier kurz messen. Ich will mir diesen Mieke. Ich glaube, so sprechen die Leute die Sachen bei Ikea aus.
Und der ist 1,05 Meter. Der hier ist gerade mal 80 cm. 1,05 Meter. Okay, ist jetzt nicht so viel. 1,05 Meter. Ich hole mir den safe. Weil der hier, ich kann ihn euch mal gleich zeigen, ist für den Arsch. Der ist schon so halb zusammengebrochen. Der sieht auch einfach schrecklich aus. Und ich habe dafür auch so 80, 90 Euro ausgegeben für nichts. Und der hat die ersten Wochen richtig gestunken. Ups, der hat die ersten Wochen richtig gestunken. Das ist mein Schminktisch. Und ja, da sind Boxen. Mein Schmuck. Hier. Der ist fünf. Ich musste den auseinanderbauen und hier so dieses Zeug zwischenmachen. Was Monteurkleber oder sowas ist. Das, was so bis zu 20 Kilo oder was weiß ich was aushält. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der kommt weg. Und ich hole mir aber einen gebrauchten Mieke, weil der kostet 60 Euro. Aber ich will keine 60 Euro ausgeben. Ist nur ein blöder Schminktisch. So, I don't care darüber. Deswegen will ich die mir bei eBay Kleinanzeigen holen. Und ich habe schon eigentlich was gefunden gehabt. Aber die eine Olle, sie hat es dann einfach verkauft. Und dann dachte ich so, okay, danke für gar nichts. Und ich werde auf jeden Fall nochmal gucken. Schaut mal, was ich für 3,50 Euro von Aldi geholt habe. Ich fahre heute auf jeden Fall zu Aldi und gucke, also zu meinem Aldi und gucke, ob die auch noch sowas haben. 3 Euro, nee, nicht 3,50 Euro, 3,70 Euro. Ich habe mich so gefreut. Einfach so, wie schön, oder? Ich finde die voll cool mit dem Gesicht. Kommt auf meinen Esstisch. Ja, Leute, das ist es. Was ich, oh, meine Nase geht wieder. Was ich jetzt tun werde, ist Zähne putzen, mir einen Kaffee machen und jetzt schon anfangen, ein bisschen zu lernen. Wenigstens den ersten Teil, weil ich zwei Teile zu lernen habe, die groß sind. Deswegen habe ich die gestern nicht gemacht. Gestern habe ich mehrere Sachen hintereinander gelernt. Und heute mache ich den größeren Teil, lerne ich den größeren Teil. Und ich glaube, ich habe voll Bock, mir so einen griechischen Kaffee zu machen. Ich habe so einen Kaffeetier, aber ich habe mir so einen griechischen Kaffee wieder mal aus Griechenland mitgebracht. Ich hätte mal mehr kaufen sollen, aber Geier for life, die dann das bereut, dass sie es nicht noch mehr mitgenommen hat. Oder mache ich den oder mache ich mir einfach einen normalen, weil ich keinen Bock habe jetzt mit diesem Cafetière-Ding. Ich glaube, ich habe keinen Bock mit diesem Cafetière-Ding. Dann lassen wir das. Ich mache mir einfach einen normalen Kaffee. Ja, Leute, das ist es. Ich habe gestern auch schon ein bisschen hier aufgeräumt, die Bude. Ist leider noch nicht so viel aufgeräumt, aber ich habe. Und ich habe zugenommen. Deswegen muss ich ab Mittwoch wieder zum Sport und aufhören mit Süßigkeiten. Die Tage, wie ich jetzt krank war, ihr wisst nicht, wie viele Süßigkeiten ich gegessen habe. Mehr als ich das gesamte Jahr gegessen habe. Glaubt mir. In der Woche, ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich habe so viele Süßigkeiten gekauft und alle aufgegessen. Ich habe manchmal zwei Tafel Schokolade. Na okay, nichts bei. Auch keine ganze, aber fast eine ganze Tafel Schokolade am Tag. Plus dann irgendwelche anderen Sachen zusätzlich. Es war schrecklich. Ich habe mir so diese Tiefkühl... Was war das? Irgendwelche Tiefkühl-Schoko-Zeugs. Ich habe so zwei hintereinander weg. Später abends dann noch eins. Einfach drei Dinge. Oh, ich weiß nicht, was mit mir los war. Und ich habe irgendwie so ein... jetzt sieht man es nicht so doll, weil es nicht mehr so doll da ist, aber eine Hautreaktion gehabt, wo ich überall kleine Pickelchen bekommen habe. Und das kam, nachdem ich inhaliert hatte. Ich weiß nicht, ob das vom Inhalieren kam oder wovon, weil ich esse immer dasselbe. Ich probiere nie was Neues eigentlich großartig. Und ich weiß nicht, sieht man das nicht? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, meine Haut ist durchgedreht. Ich habe voll die Pickelchen bekommen, die jetzt aber auf jeden Fall besser geworden sind. Ja, und ansonsten bin ich wirklich nur zu Hause, lerne und ja... Lerne. Ich lerne einfach zwei Tage vorher. Doch, ich hatte schon ein bisschen angefangen, aber durch meine komische, ich weiß nicht, ob ich Anxiety nennen soll oder so. Vom Lernen. Ich hasse ja Lernen. Es ist nicht nur einfach so, wie Leute sagen, oh, so, wer von uns mag schon großartig lernen, ne? Es ist nicht das. Es ist nicht dieses, oh, ich mag nicht lernen. Bei mir, es ist, wenn ich anfangen muss zu lernen, wenn ich was lernen muss, macht es mir so eine Angstzustände. Ich kriege Angstzustände, ich kriege Panik, nicht Panikattacken, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich kriege so eine komische Panik, deswegen ich hasse Lernen. Ich will eigentlich mit Lernen nichts zu tun haben. Und ich war so froh, dass diese Ausbildung vorbei war und ich jetzt einfach nur arbeiten musste. Und es ist aber wieder ein bisschen was anderes, wenn ich lerne oder wenn ich mir selber was beibringe, was mich interessiert. Dann kriege ich diese Gefühle halt nicht. Dann gucke ich mir halt die Sachen an und gucke sie mir an und ich merke sie mir sofort. Im Gegensatz zu irgendwelchen, aber es ist auch klar, das eine ist so ein Stoff, den du eigentlich nicht mal brauchst. Und das andere ist etwas, was du dir beibringst, weil du es brauchst, weil du es jetzt nötig hast. Lernst du es oder, ja, lernst du es, bringst du es dir bei.
Sag, wann wohnt denn da hinten jemand? Ich hoffe, der sieht mich nicht, wie ich mich hier gerade selbst hier mit euch rede, so ein bisschen crazy mazy und so. Ich glaube, nee, der sieht mich nicht. Wann? Ich habe da noch niemanden gesehen auf dem Balkon. Sehr seltsam. Scheiß drauf. Naja, auf jeden Fall, ja, habe ich Probleme halt mit Lernen, aber naja. Ja, das ist es. Aber ich glaube, ich trinke erstmal meinen Kaffee. Das habe ich letztes Mal so gemacht, dass ich erstmal den Kaffee getrunken habe und dann meine Zähne geputzt habe. Denn die Kaffeerückstände sollen nicht auf meine wunderschönen weißen Zähne bleiben. Ja, okay, Leute, das ist es. Das ist es. Also, wir hören uns später. Ich trinke Kaffee, mache ein bisschen hier und da ein paar Handgriffe und fange aber dann an zu lernen. Versprochen. Oh, allein wenn ich dran denke, ich kriege wieder... Okay. Es kostet mich immer so eine Überwindung. Wenn ich mittendrin bin, teilweise geht es mir dann wieder voll gut. Also, was heißt voll gut? Aber dann ist alles wieder okay. Egal, wir sehen uns. So, Leute, ich gehe jetzt. Ich habe jetzt ein bisschen gelernt, ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen dies und jenes getan. Bevor ich den zweiten Teil, den ich lernen muss, gleich anfange zu lernen, gehe ich noch kurz was wegbringen. Also, ich bringe den Müll weg. Dann bringe ich ein Paket weg von Amazon. Ich hatte mir so eine Dinger bestellt für Gardinen. Das ist doch so ein Rope-Dinger. Aber die waren viel zu groß. Die waren auch viel zu so... Wie soll ich sagen? Das war so ein Style, so pompös oder so. Keine Ahnung, es war einfach nicht mein Style. Die bringe ich weg. Also das Amazon-Paket bringe ich weg. Und dann den Müll wegbringen. Und dann wollte ich noch irgendwas gucken gehen. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Ist mir jetzt auch egal. Ich gehe einfach die Richtung runter. Und wenn ich wieder da bin, lerne ich den zweiten Teil. Den ersten Teil habe ich sehr gut drauf, muss ich sagen. Habe es ein paar Mal wiederholt. Ja, jetzt muss ich nur noch den zweiten Teil lernen und dann sollte ich soweit vorbereitet sein. Mal gucken. Ich hoffe, ich kann morgen einfach alles beantworten. Das ist für mich das Wichtigste und dass ich auch einfach einen guten Eindruck morgen mache. Und ich stelle mir die ganze Zeit vor, wenn ich diese Stelle kriege. Dann so, wow, was geht ab? Oh, ihr wisst nicht. Wenn ich sie bekommen habe, erzähle ich euch mehr von der Stelle. Wenn ich sie nicht kriege, brauche ich auch nicht drüber reden, weil dann habe ich sie ja eh nicht bekommen. Aber ja, das machen wir jetzt. Genau, ich nehme die Kamera nicht mit. Ich bin nicht in der Mut. Wir hören uns dann einfach später. Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zurück zu einem neuen Tag. Ich bin gerade aufgestanden. Es ist kurz vor 9, ja. Ich habe mir gegönnt. Ich war zweimal wach, aber ich habe mir gegönnt. Ich habe ja Urlaub. Ich habe Urlaub und Urlaub wird gegönnt. Und ich war lange wach gestern. Gestern habe ich so viel zu tun gehabt. Also, ich weiß nicht, wann ich mit dem Vloggen wo stehen geblieben bin. Heute ist auf jeden Fall Donnerstag. Am Dienstag, also Montag habe ich nicht gevloggt, weil ich den ganzen Tag gelernt habe. Also ich habe immer wieder gelernt. Dienstag hatte ich mein Vorstellungsgespräch. Das war online. Es lief sehr gut, muss ich euch sagen. Also meiner Meinung nach lief es sehr gut. Ich konnte zu allem was sagen und es wurden die Fragen gestellt von den Sachen, die ich auch gelernt hatte und in diesem Moment im Kopf hatte. Ich hatte nur eine einzige Frage, wo ich gesagt habe, es tut mir leid, dazu kann ich Ihnen keine Antwort zur jetzigen Zeit geben. Ich würde mich darüber belesen und dann könnte ich es. So habe ich geantwortet. Aber ich habe nicht einfach nur gesagt, ich weiß es nicht, sondern ja, habt ihr jetzt gerade gehört. Das war das. Und eine Sache habe ich dann auch nochmal nachgeguckt und die war in der Erklärung anders als das, was ich erklärt habe. Aber irgendwo war das wie ein hergeleitetes Wort, Querschnittsaufgaben. Ist für mich Querschnitt halt. Was ist ein Querschnitt, wenn sich Aufgaben irgendwo überschneiden von Referaten oder sowas? Keine Ahnung, so habe ich das irgendwie erklärt. Ich setze mich mal kurz hin. Dann war ich an dem Tag mit meiner Schwester bei Action. Ich habe euch gar nicht gezeigt, was ich geholt habe, aber ich habe nicht viel geholt. Ich habe nur Kerzen, ganz viele. Habe ich noch bei Action geholt. Diese Hausschuhe, die sind jetzt nicht so doll. Die hatte ich in der Werbung gesehen. Mit so einem Gummi. Das sind so Hausschuhe. Die sind aber warm, muss ich sagen. Die habe ich mir geholt. Ich ziehe sie mal an, dann zeige ich euch, wie die aussehen. An den Füßen, die erinnern mich an diesen Schuhe von einer berühmten Marke von Gucci oder was weiß ich. Ich glaube, das ist von danach gemacht. Ich zeige sie euch. So sehen die angezogen aus. Aber sie sind schön flauschig und warm. Also das muss ich zugeben. Flauschig und warm. Genau, dann waren wir bei Action und dann war der Tag auch schon gelaufen. Und gestern habe ich auch ein paar Sachen gemacht, Erledigungen, dies, das. Dann war ich mit meinem Neffen abends was essen und dann war der Tag auch wieder gelaufen. Heute, jetzt, ich räume ein bisschen auf, ich mache mir einen Tee oder einen Kaffee und gehe dann zum Arzt. Ich muss zur Frauenärztin was abholen und einen neuen Termin machen.
jährlichen Termin, Untersuchung muss ich machen. Und dann muss ich zu dem anderen Arzt meine Tetanusspritze mir abholen, weil die liegt immer noch da. Ich konnte ja letzte Woche nicht zur Impfung gehen, weil ich war erkältet. Aber diese Woche geht es mir ja viel, viel besser. Deswegen gehe ich dahin und hole die Spritze ab. Und dann komme ich nach Hause erstmal und schaue dann, wie es weitergeht. Ja, und dann muss ich noch meine Mutter anrufen. Genau, das ist ganz wichtig heute. Meine Mutter anrufen und dann schaue ich, wie es weitergeht. Jetzt werde ich erstmal meine Haare, also wie gesagt, mir was Heißes zu trinken machen, Tee oder einen Kaffee. Und meine Haare aufmachen. Heute sind 27 Grad. Ich möchte meine Haare so in so einem Dutt oder sowas tragen. Aber vorne lasse ich sie so raus. Ich zeige es euch dann später, wenn ich es gemacht habe. Und ich bereite meine Haare jetzt schon vor, weil ich habe Zeit. Ich werde die aufmachen. Die sind ja in Cornrows wie immer. Ja, Nemi. Oh Gott. Ich bin ein bisschen durch, Leute. Geschirrspüler muss ich auch noch ausräumen. Ja, das ist es. Also die letzten Tage waren ruhig. Das waren ruhige Tage. Ein paar ruhige Tage. Also ich mache mal jetzt hier und dann sehen wir uns später. Ich nehme euch mit, wenn ich jetzt zur Ärztin fahre und allen und der anderen Arzt und so. Nehme ich euch gerne mit. Also peace. Salut Leute, da bin ich. Ich habe euch ja gesagt, ich nehme euch mit. Ich müsste eigentlich zu zwei Ärzten fahren. Also ich müsste, oh, ist viel zu nah. Ich müsste, so, und jetzt ein bisschen näher. So. Ein bisschen noch näher. Auf jeden Fall, es ist so heiß, ne? Es ist so heiß. Erstmal AC hier anklatschen. Ich müsste eigentlich zu zwei Ärzten fahren. Bei dem einen, bei der Frauenärztin muss ich nur was abholen. Und bei dem anderen sollte ich ja heute die Impfung kriegen. Hatte ich euch ja erzählt, diese Tetanus-Impfung wegen dem Hundebiss, dies, das, jenes. Ich habe meinen Impfpass jetzt zu Hause vergessen. Deswegen habe ich überlegt, ich gehe morgen früh dahin. Ich erledige das morgen einfach als allererstes. Morgen in der Früh. Oh, ich brauche Luft. Oh, Luft in meine Richtung, bitte. Genau, Leute. Das heißt, ich gehe jetzt und hole mir das Medikament und die Impfung hole ich mir morgen. Ich hole das Medikament, fahre nach Hause, dann rufe ich meine Mutter an und dann müssen ein paar Sachen, also wir müssen was erleben, mal was machen. Und danach bin ich frei und werde dann schauen, was dann noch ansteht, weil ich wollte ja in meinem Urlaub meinen Keller aufräumen und überhaupt meinen Kleiderschrank. Ich habe damit noch nicht mal angefangen, heute ist Donnerstag. Aber wisst ihr was, ich werde mich nicht unter Druck setzen. Ich habe jetzt Urlaub, endlich. Wir machen das einfach in Ruhe. Und wenn ich das jetzt in meinem Urlaub nicht schaffe, dann muss ein anderes Wochenende herhalten. Dafür, ich muss mal die dumme, doofe Ärztin suchen. Frau Dr. Kurs. Start. Ja, das ist es jetzt. Ich fahre jetzt dahin. Ich habe überlegt, ob ich trotzdem dahin fahre. Aber ich habe meinen Impfausweis vergessen. Ich müsste dann irgendwann nochmal hinfahren. Das ist voll dumm, um dann den Stempel abzuholen. Ich kann es ja jetzt schon mal machen und dann später Stempel abholen, aber das, nein, lieber nicht. Lieber gleich mit meinem Buch dahin und allem. Und jetzt ist es nicht so schlimm. Ich war letzte Woche krank, deswegen konnte ich nicht, aber ich mache das auf jeden Fall diese Woche. Die Tollwutspritzen habe ich ja schon alle, habe ich euch ja jetzt schon erzählt. Die sind in Sack und Fach oder wie man das auch sagt. Die sind erledigt und oh, bitte Fado. Ja. Genau, das ist es. Und jetzt fahren wir zu der Arzt. Ja. That's my day. Ich habe meine Haare ein bisschen gemacht, aber anders gemacht ist das jenes. Was heißt anders gemacht? Ich habe meine Haare einfach auf. Und mit einem Zopf. Ein kleiner Zopf und meine eigenen Haare habe ich hier vorne offen gelassen. Jetzt mit der Sonne, das ist jetzt ein bisschen blöd. Man sieht mich nicht mal. Jetzt im Schatten sieht man mich noch weniger. Aber ja, ich habe die Haare auf. Keine Perücke heute, weil heute sollen 27 Grad werden. Deswegen dachte ich mir, keine Perücke for me. Not for me heute. Deswegen habe ich direkt Haare aufgemacht. Und habt ihr ja vorhin gesehen. Oder ich habe darüber geredet, dass ich das machen möchte. Ich habe es auch gemacht. Ja, Leute, eigentlich, ich habe nichts zu erzählen. Mein Leben ist boring. Ich fühle mich schon ein bisschen gestresst mit dem, was ich immer vorhabe zu machen.
obwohl ich Urlaub habe. Ich sollte mich erholen und mich gut fühlen. Oh, jetzt sieht man das. Jetzt seht ihr das. Jetzt ist das Licht perfekt. Seht ihr das? My hair. This is my hair. This is my real hair. Habe ich ein bisschen curly unten gemacht. So ein kleines bisschen curl. Ein kleiner Curl hat noch nie jemanden geschadet, das sage ich euch. Das sage ich euch. Ein kleiner Curl. Ja, Leute, aber ja, genau, es gibt nichts zu erzählen. Wir sehen uns. Peace and out später. Vielleicht vlogge ich nochmal, wenn ich auf dem Weg bin nach Hause, aber es gibt nichts zu erzählen. Ich gehe zu dieser Ärztin, ich hole mir mein Medikament und dann war's das. Fahre ich wieder nach Hause. Mache ein bisschen sauber zu Hause. Und call dann meine Mutter. Und das war's, like. Und das war's. Period. Okay, Leute. Peace. Ciao, Ski. Oh, hier. Ich zeige euch das nochmal. Meine Haare. Ding, dong. Meine Haut ist wieder gut, ey. Sie war am Ausrasten. Sie ist nicht noch komplett wieder richtig gut, aber sie ist wieder besser. Und hier, jedes Mal, wenn ich eine Erkältung habe, weil meine Nase dann immer ausflippt, benutze ich natürlich sehr viele Taschentücher und dann entsteht bei mir, meine Haut ist an dieser Stelle sehr, keine Ahnung, dünn oder so. Und ich kriege immer Wunden an der Nase. Naja, peace.